Eine unfreundliche Begegnung im alltäglichen Verkehrschaos. Fahr! Der Ausgangspunkt für einen gnadenlosen Rachefeldzug. Oscar-Preisträger Russell Crowe macht als namenloser Fremder Jagd auf eine junge Frau. In Derek Bortys Action-Thriller Unhinged, außer Kontrolle. Der Mann ist eine Art Symbol für den wachsenden Zorn in unserer Gesellschaft. Und die Straße ist der Ort, wo sich diese Wut hochschaukelt und explodiert. Weißt du, was höfliches Hupen ist, junger Mann? Es klingt so sachte, freundlich. Das war bestimmt die Absicht deiner Mom. Nein, war es nicht. Mom! Das Seltsame ist, dass wir fast nichts über diesen Mann wissen. Nur zu Beginn des Films gibt es ein paar Hinweise, dass er etwas Schreckliches durchlebt. Ich mache gerade eine etwas schwierige Zeit durch. Tut mir leid. Er will Reaktionen provozieren, die ihm beweisen, dass er nicht unsichtbar ist. Entschuldigung angenommen? Ignoriere ihn. Dann würde ich ihre auch annehmen und das wär's. Es gibt nichts, weswegen ich mich entschuldigen müsste. Sie schreit einfach den falschen Mann an am falschen Tag. Kannst du bitte fahren? Es geht um die Wut da draußen und der Film reflektiert das großartig. Alles okay? Ich glaube, der Typ in dem Pickup verfolgt mich. Chillen Sie, Mann. Machen Sie sich vom Acker. Es spielt keine Rolle, dass es Rachel ist und letztlich auch nicht, was sie sagt oder tut. Er ist schon vorher jenseits von Gut und Böse. Und ihm sind die Konsequenzen egal. Nach diesem kleinen Vorfall an der Ampel steigert sich das Ganze auf ein neues Level. Der Kerl hat mein Handy gestohlen. Hey, hör mir zu. Er ist kein Freund, okay? Er ist der Psycho, der mich heute verfolgt hat. Ihre erste Lektion beginnt jetzt. Als ich das Drehbuch las, war meine erste Reaktion: Auf keinen Fall mache ich diesen Film. Wie sollte ich diese Figur spielen? Aber genau das macht die Arbeit als Schauspieler so spannend. Was wollen Sie von mir? Dass Sie lernen, wie ein schlimmer Tag wirklich aussieht. Und dass Sie lernen, wie man sich entschuldigt. Es gibt eine Menge Action und am Ende einen sehr intensiven Höhepunkt. Ich glaube, Sie wissen nicht so richtig, was ein schlimmer Tag ist. Aber das wird sich ändern. Es scheint wohl zunehmend unmöglich zu sein, mit Menschen unterschiedlicher Meinung eine höfliche Unterhaltung zu führen. Klingt, als würden Sie aufwachen! Ich bin hellwach! Bieten Sie alles auf, was Sie haben. Ein rasanter, cleverer und nervenzerreißender Psychotrip. Sie werden es brauchen. Unhinged, außer Kontrolle.